Das ist der Treffer bei TV Oberfranken. Servus und einen schönen guten Abend. Im letzten Heimspiel vor der Winterpause, da ging es für die Spielvereinigung Bayreuth in der Bayernliga erstmals nur darum, den Abstand zum Tabellenführer aus Weiden nicht allzu groß werden zu lassen. Und das hat die Altstadt auch geschafft. Mit 1:0 hat sie nämlich gegen den FC Memmingen gewonnen. Ob dieser Sieg allerdings aber überhaupt etwas wert ist, das werden erst die nächsten Tage zeigen. Denn die Mannschaft, der Vorstand und der vorläufige Insolvenzverwalter wollen sich jetzt dann erst einmal zusammensetzen. Die Erleichterung über den Sieg ist der Mannschaft deutlich anzusehen. Nach dem Spiel geht es dann zu den Fans, vielleicht aber zum letzten Mal. Denn so richtig weiß hier niemand, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob der Verein das gemeistert kriegt. Sollte das auseinandergehen, wäre schade. Wir sind voriges Jahr, haben wir die Liga wirklich dominiert und haben eine super Mannschaft gehabt. Wir sind wieder auf einem guten Weg und wenn es auseinandergeht, wäre es sehr schade. Dass sportlich bei der Altstadt alles okay ist, das zeigt sie auch gegen den Tabellenvierten aus Memmingen. Die Mannschaft von Trainer Klaus Scheer ist von Anfang an präsent, der Gegner wird unter Druck gesetzt. Bis zur ersten hochkarätigen Chance müssen sich die Fans allerdings bis zur 26. Minute gedulden. Flanke von Stefan Seufert, Michel Petrik steht völlig frei, doch sein Schuss landet am Außennetz. Seufert und Petrik auch in der nächsten Szene im Blickpunkt. Ein schöner Doppelpass zwischen den beiden, doch die Memminger Abwehr wirft sich mit allem, was sie hat, dazwischen. Und auch der Nachschuss kann vom Torwart entschärft werden. Die Führung für die Heimmannschaft, sie wäre hochverdient, doch es geht mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild, Bayreuth macht das Spiel, Memmingen verteidigt und das allerdings etwas übermotiviert. Lamprecht hat schon gelb und sieht nach diesem Einsteigen gelb-rot. Der Trainer der Gäste mit dieser Entscheidung natürlich überhaupt nicht zufrieden. Bayreuth jetzt mit mehr Platz, doch es dauert bis zur 83. Minute, bis die Altstädter das auch ausnutzen können. Schöne Flanke von Heckenberger. Und Michel Petrik ist mit dem Kopf zur Stelle, 1:0. Es ist bereits Saisontreffer Nummer 14 für den Stürmer. In der Zeitlupe gut zu sehen, Petrik hat etwas Glück, doch das stört niemand, 1:0. 4 Minuten später hat die Spielvereinigung sogar die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Heckenberger zieht in den Strafraum. Er sieht den mitgelaufenen Seufert und der wird von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde und entscheidet auf Strafstoß. Marcel Trekopf läuft an, doch scheitert am Schlussmann der Gäste. Das ist allerdings halb so schlimm, denn kurz darauf ist Schluss im Hans-Walter-Wild-Stadion. Es bleibt beim 1:0. Bayreuth hält durch den Sieg weiter Kontakt zum Spitzenreiter aus Weiden. Doch die Tabellensituation in der Bayernliga, die ist nur dann interessant, wenn es nach der Winterpause auch wirklich weitergeht. Nichtsdestotrotz ist die Altstadt momentan natürlich weiterhin Tabellenzweiter. Der VfL Fronach